Ich glaube, dass der Sebastian die Entscheidung getroffen hat, dass er das nicht mehr machen will. Aber als Freund kommuniziere ich mit ihm regelmäßig. Ich habe ihn vor einer Woche das letzte Mal gesehen oder zwei und wir haben auch gestern kommuniziert, aber nicht darum, ob er wieder fährt. Also ich glaube, ich möchte jetzt keinen romantischen Gedanken verfolgen, und weil ich noch nicht darüber nachgedacht habe mit meinen Kollegen, was denn das ideale Driver-Lineup wäre für uns in 2025. Und da sind viele Namen, die interessant sein können, aber ohne dass wir sie evaluiert haben, ist es schwierig an der Stelle etwas zu sagen. Und ich glaube, es wäre auch nicht gut für niemanden, dass wir jetzt irgendwelche Spekulationen starten. Mit dem Vertrag, den wir abgeschlossen haben, wussten wir, dass wir vielleicht nur ein gemeinsames Jahr haben und dass es zum Ende kommt. Und so ist es auch passiert. Vielleicht vom Timing her, das am Anfang der Saison zu machen, bevor dem ersten Test, ist vielleicht neu. Aber ich respektiere seine Entscheidung, weil damit können wir uns auch darauf einstellen, was wir im nächsten Jahr machen. Damit ist die Katze aus dem Sack und es gibt eine ganz. Man kann eine klare Strategie gehen. Das war nicht per Telefon. Wir sind gemeinsam aus Kuala Lumpur zurückgeflogen und ich wusste, es zwickt ihn etwas, weil er mich nicht schlafen lassen wollte, sondern sprechen wollte. Und wie wir dann gelandet sind in der Lounge, hat er sich aufgerafft und hat gesagt, ich will nicht mehr. Das war's. Und für mich war die Überraschung ob des Zeitpunktes genauso groß wie jetzt mit Lewis, weil Nico ist gerade Weltmeister geworden, hat er alles erreicht, hat er einen Zweijahresvertrag in der Tasche. Und bei Lewis war das so, dass wir jetzt in die Saison hinein starten. Aber in beiden Fällen war es nicht so, dass ich über den Umstand überrascht war, sondern vielleicht über das Timing. Aber in keinster Weise jetzt irgendwie getroffen oder so, sondern die Opportunity. Ich habe es immer so gesehen in meinem Leben, wenn Dinge sich verändern und die können sich jeden Tag verändern, weil schwarze Schwäne gibt es, dann muss man sich darauf einstellen. Und das war eigentlich nach den ersten 5 Minuten, um zu verstehen, wie das gekommen ist, waren das meine Gedanken. Ich habe mit ihm gar nicht darüber gesprochen, oder darüber länger gesprochen, was die Gründe sind, warum er das macht, sondern einfach die Information als Fakt genommen, so wie ich das bei Nico auch gemacht habe damals. Wir sind im Dezember auseinandergegangen, da war es einigermaßen klar, dass wir jetzt mal so weiter tun, wissend, dass unser Vertrag nur 1 plus 1 ist. Und über den Winter hat sich das dann geändert. Und das ist okay. Also man muss immer respektieren, wenn Menschen, Erwachsene eine Entscheidung treffen. Ich kann jetzt meine Meinung dazu haben, ob ich das gut oder schlecht finde, aber er hat sicher darüber länger nachgedacht als ich. Ich weiß, was bei unserem Team kommt. Wir haben eine unglaubliche Truppe mit so viel Motivation wie schon lange nicht mehr. Eine tolle Pipeline an Entwicklungen und nicht nur in diesem Jahr, sondern vor allem langfristig. 26 ist unglaublich als Herausforderung, die da kommt. Und ich könnte mir nicht eine bessere Truppe wünschen, mit denen wir in diese Jahre gehen. Und ein Fahrer ist klar, das ist der George Russell. Und den nächsten müssen wir jetzt aussuchen. Und die Lewis-Geschichte wird immer ein ganz starker Teil vom Erfolg unseres Mercedes-Teams sein. Aber die Lewis-Geschichte endet, aber das Mercedes-Team wird weiter gewinnen. Wir sind relativ schnell zum Punkt gekommen, weil wenn man beginnt zu diskutieren, was ist an Entwicklungen und was ist was in der Firma passiert ist, welche Leute dazu stoßen, dann sind das vielleicht Informationen, mit denen man mit Bedacht umgehen muss, gerade wenn es um langfristige Themen gibt. Und deswegen hat er das gleich gesagt. Ich habe über den Winter eine Entscheidung getroffen, die mir sehr schwer gefallen ist. Ich fahre 2025 bei Ferrari. Da habe ich mal einen Schluck Wasser genommen und dann war klar, wie tun wir jetzt weiter.
Ich weiß nicht, der Fahrer hat ja nur eine begrenzte Zeit in der Formel 1 und Lewis ist jetzt 39, das heißt, er wird mit 40 den Ferrari fahren und deswegen etwas Neues zu machen, vielleicht sich einen Traum zu erfüllen, in einem roten Overall zu stecken und vielleicht auch den Würfel zu rollen, kann ich nachvollziehen. Wir zwischen Ferrari und McLaren und uns war nicht viel also ist das vielleicht ein 50-50, in einem Red Bull zu steigen, wäre klar, was der Antritt gewesen wäre. Das ist das jetzt kurzfristig beste Paket. Also ich verstehe auch die Sorgen eines Fahrers, die teilen wir alle. Aber was vielleicht nicht so visibel war, auch für ihn, ist die letzten Monate der Dampf, der in dem Team steckt, der Vorwärtsdrang, Dinge besser zu machen, der ist unglaublich. Und so die Mentalität ist, wenn wir stürzen, stehen wir auf. Wenn wir stürzen, stehen wir auf. Wenn wir stürzen, when we fall, we get back up. When we fall, we get back up. Und ich habe keine Ahnung, wie oft wir noch fallen werden. Ich weiß, wir werden immer wieder aufstehen. Wir sind on the back foot hier mit dem neuen Reglement gegen Red Bull und die anderen schlafen auch nicht. Trotzdem, immer vorwärts, immer vorwärts, immer vorwärts. Und wenn wir in 10 oder in 20 Jahren zurückschauen, wird es viele Weltmeisterschaften geben, aber das ist natürlich eine langfristige Perspektive, die für den Lewis keine Rolle spielt. Wir werden immer danach trachten, die bestmögliche Fahrerkombination in unserem Auto zu haben und diese Gespräche suchen mit Sicherheit. Und man sieht, wie schnell sich das eine Situation verändern kann. Gleichzeitig respektieren wir natürlich Verträge, die existieren. Fahrer werden immer im schnellsten Auto sitzen wollen. Ich glaube, jetzt ist es an uns zu demonstrieren, dass wir das schnellste Auto bauen können. Nicht nur kurz- und mittelfristig, sondern auch langfristig, gerade hin aufs neue Reglement. Und daraus ergeben sich dann Opportunities. Aber der Ball ist bei uns.